Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, kurz WAZ, hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir sowas nicht alleine tun kann, sichere ich wieder mit rein. Link zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls er erst gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch mal raushauen würdet, als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo es meine Comic-Seiten zu lesen gibt, als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal, wo es natürlich bei Caillou sehr schlimm zugehen wird. Aber vielleicht plane ich da eine Fortsetzung von dieser Geschichte, aber nur vielleicht. Weil ich bin der Meinung, was soll denn in der Psychiatrie so groß passieren bei diesem Drecksack? Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, dass es in einer Psychiatrie Pizza zum Mittag gibt? Geschweige denn in einer sogenannten Psychiatriekantine? Also, da würde ich sagen, nö. Falls doch, dann... bin ich völlig fertig dann. Dann bin ich völlig fertig. Wenn das wirklich so sein sollte. Aber na gut. Diese Meldung trägt den Titel: Herner Busfahrer lässt behinderten Bochumer in Polen stehen. Die ich auf Herner Busfahrer lässt Autisten aus Bochum in Polen stehen. Umgeändert habe. Lesedauer angeblich 6 Minuten, aber wir von Kanal Autismus machen natürlich länger. Tja, da wird man sich bei der Überschrift die Frage stellen, warum eigentlich? Und ich kann euch schon mal was verraten, Leute, denn die Begründung, warum er in Polen zurückgelassen wurde, ist höchstwahrscheinlich gelogen. Und warum? Weil es zu der entsprechenden Lüge auch keinen Beweis gibt. Zumindestens wenn man diese komplette Meldung von oben nach unten schnell durchlesen würde. Aber ich habe nicht nur deswegen diese Meldung für euch rausgesucht, sondern weil natürlich wieder Fehler zum Thema Autismus gemacht wurde. Aber das werden wir auf jeden Fall im Laufe des Artikels auch sehen. Und fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Bochum-Herne. Autist Christian aus Bochum wurde von einem Reiseanbieter in Polen stehen gelassen. Allein, ohne Bleibe, der Grund, ein positiver Corona-Test. Eine Frage. Gibt es ein Zertifikat über das positiven Corona-Test? Und wenn es einen Test gegeben hätte seitens des Busfahrers? Man könnte sicherlich bedenken, dass es von dort aus eher gekommen ist. Wie kann ein Busfahrer überhaupt ein positives Corona-Test-Zertifikat ausdrucken? Ich meine, der druckt höchstens Fahrkarten aus, aber doch kein Zertifikat für Corona-Tests. Sowas. Da würde ich mal ganz stark sagen, es ist gelogen. Und wie jeder Lügner widerspricht man sich auch natürlich. Aber das werden wir jetzt im Laufe des Artikels, ja, wie ich schon mal gesagt habe, zu lesen bekommen. Weiter geht's. Die vergangenen Tage sind für Christian, 35, aus Bochum, der blanke Horror gewesen. Das kann ich mir auf jeden Fall denken, denn wenn man in ein Land kommt, in dem man bisher noch nie war, geschweige denn in einem Land, wo nur 379.500 Autisten gibt, ich spreche nur von einer Schätzung, statt wie in Deutschland circa mittlerweile 840.000, da liegt schon zahlenmäßig ein Unterschied, denn es liegt ja auch mit den Einwohnerzahlen der jeweiligen Länder auch zusammen. Natürlich auch mit der prozentualen Anteil der Autisten im Gesamtmaßstab der neurotypischen Bevölkerung unter ihren eigenen Ländern.
Da kann man sich sicherlich vorstellen, was in den jeweiligen Ländern halt immer gegenüber Autisten vorgegangen wird. Man sagt ja auch so schön, wie auch im Falle von England, andere Länder, andere Sitten, gleich andere Gesetze. Und somit kann man das auch mit der Angst zu tun kriegen. Das stimmt. Weiter geht's. Mit seiner Mutter macht der Mann, der ein starkes Asperger-Syndrom, also eine autistische Entwicklungsstörung hat, eine Busreise mit dem Unternehmen Grafs aus Herne. Kommt nicht mit stark bei mir an. Es gibt kein starken oder leichten Asperger-Syndrom. Es gibt entweder nur Asperger-Syndrom, beziehungsweise besser gesagt Asperger-Autismus, oder überhaupt nichts. Und außerdem, Entwicklungsstörung. Ich glaube eher, derjenige Busfahrer, der diesen aufrichtigen und ehrlichen Autisten rausgeschmissen hat, einfach nur aus einem nichtigen Grund, was natürlich sowieso halt gelogen ist, weil ein positiver Corona-Test hat ja nicht stattgefunden. Zweitens, es gibt hier kein Zertifikat über diesen positiven Corona-Test. Und drittens, kann man nicht einfach einen Fahrgast in einem anderen Land hier absetzen, in der er nicht zurechtkommt. Ich meine, wo genau in Polen, das steht derzeit noch nicht drin. Aber das werden wir im Laufe des Artikels noch lesen. Vielleicht. Obwohl, da haben wir es schon. Wenige Tage vor Ende der Reise ins polnische Swinemünde erleidet die Mutter einen Schlaganfall, kommt ins Krankenhaus. Sie wird positiv auf Corona getestet, wie am Tag der Abreise auch Christian. Ja, dann hat sich Christian wohl bei der Mutter eben angesteckt und nicht, wie halt vom Busfahrer anscheinend hier vorgeworfen wird, von ihm selbst. Ich meine, wenn man schon ein wirklich guter Busfahrer werden will, ja, in Bezug gegen Corona, dann hätte man beide in Polen absetzen müssen und nicht nur der Sohn. Ich meine, dann würde trotzdem laut der Meldung die Mutter, die auf Corona positiv getestet wurde, die darf im Bus bleiben und der Sohn nicht? Was ist das für eine Logik? Weiter geht's. Mitsamt des Gepäcks lässt der Busfahrer den 35-Jährigen vor dem Hotel stehen, ohne eine greifbare Möglichkeit zurückzukommen, ohne ein Zimmer, in dem er verbleiben kann. Ja, und die Mutter fährt dann ohne ihren Sohn nach Bochum-Herne, obwohl sie positiv getestet wurde. Tja, so geht Ungerechtigkeit, Leute. Und da kann man echt sprachlos werden. Am liebsten, wenn ich kein großes Nervenkostüm hätte, ja? Um so eine Meldung zu reacten, dann hätte ich das gleich abgebrochen. Aber nö, ich bin ja auch einer mit starkem Nervenkostüm. Wir ziehen es einfach durch. Ohne Rücksicht auf jede Verluste, ohne Rücksicht auf eventuelle Meltdowns und eventuell, und das ist bisher noch nicht bei Kanautismus vorgekommen, das liegt natürlich Eigenwerbung. Einschalte, indem ich erstmal die Reaction erstmal unterbreche und einen beliebigen Spot, den ich selbst produziert habe, abspielen lasse. Aber da bisher noch keins vorliegt, ziehen wir es einfach so durch. Und ihr wisst ja, ich bin sprachlos. Der Busfahrer lässt die Mutter mit positiven Corona-Test einfach in den Bus rein und den Sohn, der ja von der Mutter angesteckt wurde, lässt man einfach im Hotel draußen stehen. Ohne Geld oder alles. Meine Güte, kann man sich nicht ausdenken, was im Kopf dieses Busfahrers vorgeht? Lesen wir weiter, komm.
Busfahrer vom großen Reiseanbieter aus Herde lässt Bochumer in Polen stehen. Ja, wiederholt euch denn noch öfter, WAZ. Das war am letzten Montag, am 1. August. Mir geht es schlecht. Das war furchtbar, sagt Christian nun. So schildert es uns die Bochumerin Anja V. Sie macht selbst gerade Urlaub in Italien, als sie der Hilferuf ereilt. Ich war vollkommen perplex, so Anja V. im Telefongespräch mit unserer Redaktion. Beziehungsweise mit der Redaktion der WAZ, ne? Nicht bei mir. Nicht bei mir, Leute. Nee. Weiter geht's. Christian ist überhaupt nicht in der Lage, sich alleine zurechtzufinden, erklärt sie. Ja, und der Busfahrer ist der Meinung, doch, er ist in der Lage, alleine zurechtzukommen. Tja, na dann gute Nacht. Wenn alle so denken würden, dann hätten wir nur noch Rumtreiber hier rumstehen, die kein Zuhause haben und obwohl sie eigentlich auch teilweise noch zu Hause haben, aber leider zu weit weg von zu Hause sind. Und weite Wege in Kauf nehmen müssen. Also nee. Kann man sich nicht ausdenken. Weiter geht's. Ende der vergangenen Woche kommt diese nach dem Schlaganfall in ein deutsches Krankenhaus nahe der polnischen Grenze. Aber wenn das Krankenhaus dann in Swinemünde wäre, dann wäre es ein polnisches Krankenhaus nahe der deutsch-polnischen Grenze. Aber da es ein deutsches Krankenhaus war, dürfte es wohl direkt nebenan gewesen sein. Aber weiter geht's. Ihr Sohn bleibt bei der Reisegruppe. Weil die Mutter positiv auf Corona getestet wird, macht auch Christian einen Corona-Schnelltest, ob freiwillig oder auf Drängen des Busfahrers. Das lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Tja, mit anderen Worten, ich lag mit der Vermutung gerecht, dass der Busfahrer nun mal kein Corona-Test-Zertifikat hier ausdrucken kann, sondern nur Fahrkarten. Wenn wir natürlich im Bereich der Nahverkehrsbusunternehmen halt beschränken würden. Aber da es ja Fernverkehr ist, da ist es halt ein bisschen schwierig zu beurteilen. Allerdings, der Test fällt positiv aus. Der Busfahrer ist einfach ohne ihn gefahren. Nicht einmal das Gepäck hat er mitgenommen, berichtet ADRV. Ja, und der Busfahrer lässt dafür aber die Mutter, die nach dem Schlaganfall und positiven Corona-Test aus dem Krankenhaus entlassen wurde, trotz aktuellem positiven Corona-Test trotzdem in seinen Bus einsteigen. Dafür aber nicht der Sohn. Obwohl der Sohn der Angesteckte war und nicht die Mutter. Denn die Mutter war ja die Trägerin von Corona. Ich stelle da jetzt keine detaillierten Nachforschungen bei dieser Logik an. Sonst wäre der Kanal gleich zu. Ist ja nicht mein Job. Weiter geht's. Christian wendet sich an die Bochumerin, die versucht, ihm aus der Ferne zu helfen. Sie ruft das Unternehmen Grafs Reis in Herne an. Zuerst habe man gar nicht mit ihr sprechen wollen. Na sowas? Nicht mit ihr sprechen wollen? Da kann es mehrere Gründe haben. Entweder, es ging ja nur das AB ran, laut dem Motto, zwar sind Leute da, aber keiner hat Lust ranzugehen. Oder B, die sind harsch an der Anruferin rangegangen, laut dem Motto, was wollen sie eigentlich von uns? Aber es geht ja noch weiter. Bis auf die schlichte Mitteilung eines Mitarbeiters der Rechtsabteilung, man habe eine Zugverbindung für den Sohn herausgesucht, sind weitergehende Hilfestellungen nicht erfolgt, so Anja V. Also, das mit der Zugverbindung für den Sohn raussuchen, das ist garantiert gelogen. Weil da gibt's auch keine Beweise für. Und die Lüge, dass der Busfahrer Corona-Test-Zertifikate ausstellt, ist natürlich auch gelogen, weil wie soll das in so einer kleinen Busfahrerkabine gehen? Eigentlich.
obwohl der Busfahrer eh nicht genug Platz hat für einen weiteren Drucker. Geschweige denn einen, sagen wir mal, A4-Drucker. So wie ich einen hier gerade an meinem Arbeitsplatz hier stehen habe. Beziehungsweise bei mir zu Hause. Tja, Leute. Ihr merkt schon. Komm, lest halt weiter. Unternehmen sei für Schutz der übrigen Gäste und der Mitarbeiter verantwortlich. Das kann man nun mal nicht widerlegen. Das stimmt. Weiter geht's. Anja Graf aus der Geschäftsleitung des Unternehmens in Herne erklärt, der Busfahrer konnte den Sohn aufgrund des positiven Tests nicht mitnehmen, da für einen Erkrankten die Pflicht zur Absonderung besteht. Daher war der Sohn zum Zeitpunkt der Abreise nicht beförderungsfähig. Eine Erkrankung während des Urlaubs ist leider allgemeines Lebensrisiko und somit das Risiko der Reisenden. Der Reisebus sei mit etwa 40 Reisegästen besetzt gewesen. Insoweit sind wir für den Schutz unserer übrigen Gäste als auch unserer Arbeitnehmer verantwortlich, so Anja Graf weiter. Ja, ist ja klar, denn anfangs ist es dann Corona und später, wenn es dann tatsächlich mit der sogenannten Unternehmenspolitik so weitergeht, da werden demnächst auch keine Autisten mehr in den Reisebussen zugelassen. Und das wäre fatal. Denn dann ist es keine Inklusion mehr, sondern eine Exklusion. Und das kann man nicht mehr machen. Auch nicht in der heutigen Zeit. Ich lese mal weiter, komm. Ziehen wir es durch. Nach Kenntnis der Umstände am Montag habe der Reiseanbieter direkt Kontakt mit dem Sohn aufgenommen. Graf, wir haben ihm angeboten, dass er sich im Hotel isoliert oder anderweitig eine Rückreise antritt. Für beide Fälle muss der Reisende kostenmäßig selbst aufkommen. Und er hat natürlich kein Geld. Sag mal, jetzt habt ihr mich wieder liegen, ne? Wie kann man einfach so kaltherzig gegenüber Autisten sein? Warum? Jetzt verstehe ich auch, warum ich selber und seit 2011 beziehungsweise 2013, sagen wir es mal so, denn meine letzte Auslandsreise war ja 2011, warum ich mich in keinen Reisebus mehr gesetzt habe. Weil man mit der Gefahr leben muss, dass man bald trotz seines Autismus auch nicht mehr mitfahren darf. Geschweige denn nicht mehr die Rückreise antreten darf. Das ist die größte Verarsche, die ich je lesen musste. Zumindest im heutigen Tag. Weiter geht's. Auch die Organisation des Aufenthaltes oder der Rückreise obliege dem Reisenden. Wir als Veranstalter bieten dem Reisenden eine Unterstützung an, indem wir Kontakt mit dem Hotel aufnehmen, um eine Verlängerung des Aufenthaltes zu vermitteln oder Bahnverbindungen rauszusuchen oder den Kontakt mit Verwandten, Freunden etc. herstellen, die eine Abholung organisieren, so Anja Graf weiter. Also, fassen wir mal die letzte Aussage von der Anja Graf, also die Geschäftsleiterin des Unternehmens, mal zusammen. Wir als Veranstalter bieten dem Reisenden eine Unterstützung an. Okay. Indem wir Kontakt mit dem Hotel aufnehmen, um eine Verlängerung des Aufenthaltes zu vermitteln. Das heißt, wenn das Hotel gesagt hätte nein, dann ist es wahrscheinlich viel zu spät gekommen, weil das Hotel da wieder besetzt wurde mit Gästen. Bahnverbindung raussuchen? Glaube ich eher nicht, weil da gibt es keine Belege für. Drittens, den Kontakt mit Verwandten, Freunden etc. herstellen, die eine Abholung organisieren. Ich glaube, drittes ist da wohl eher wahrscheinlicher. Aber jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, was mich richtig wütend macht. Und zwar, in welche Einrichtung haben Autisten nochmal gar nichts zu suchen? Laut
meine Auffassung? Das lese ich euch jetzt vor. Bochumer arbeitet in Behindertenwerkstatt, hat einen gesetzlichen Betreuer. Gesetzlicher Betreuer, schön und gut. Wenn man einen Betreuer braucht, dann ist es halt unvermeidlich. Das muss ich zugeben. Aber was nicht geht, ist Behindertenwerkstatt als Autist. Ich meine, kriegt er den Lohn, den er dort arbeitet? Ich glaube nicht. Wie viel Euro war das? 1,30 Euro? Meine Güte, ey. Kann man sich nicht ausdenken. Aber Positives hat das Ganze ja, letztendlich. Da hat er wenigstens mal 7 bis 14 Tage Urlaub extra. Das heißt, 7 bis 14 Tage lang kein Geld im Hungerlohnbereich, in dem man sowieso sich kein eigenständiges Leben ermöglichen kann. Und wenn die Mutter nicht mehr da wäre, dann wäre eine Obdachlosigkeit unvermeidlich. Unabhängig davon, in welchem Land. Und deshalb strebt die Vereinigte Autistenunion ja auch für alle Autistinnen, ja, Gender ist richtig und wichtig, ein Autistic Empire an, mit dem Bezug der blauischen Ideologie, und zwar als Monarchie der neuen Art. Deswegen, ach, nee du, ich lese mal weiter, bevor ich noch einen Meltdown kriege. Eine Unterkunft zu finden, das sei unmöglich gewesen und dabei habe der Reiseanbieter auch nicht unterstützt. Tada! Im Hotel und in der Umgebung ist zu dieser Zeit alles ausgebucht, sagt Anja V., die Freundin der Familie. Eine Mitarbeiterin des polnischen Hotels teilte ihr das mit, der Reiseanbieter Grafs habe das auch eingeräumt. Ich sag dazu nichts. Weil ich gerade so sprachlos bin, das glaubt kein Mensch. Aber vielleicht finde ich die nächsten Worte beim nächsten Abschnitt. Dass das Unternehmen dem jungen Mann, der vollkommen überfordert vor dem Hotel stand, mündlich eine Bahnverbindung genannt hat, bestätigt Anja V., sich diese zu merken, sei für Christian aber nicht ansatzweise möglich gewesen. Ja, jeder Autist ist anders. Es gibt die Autisten, die können sich Fahrpläne gut merken, die sie halt ausgehändigt bekommen haben. Wenn er tatsächlich einen bekommen hätte. Und es gibt ja die Autisten, die können sich solche Fahrpläne schwer bzw. gar nicht merken. Denn jeder Autist ist halt anders. Habe ich schon zweimal gesagt. Aber das mache ich ja im Vorspann als auch im Abspann ja auch mittlerweile nicht mehr anders. Weiter geht's. Christian ist so, dass er sagt, er kann das alles. Er möchte nachvollziehbarweise nicht zugeben, dass er Dinge nicht kann, sagt die Bochumerin. Also wirklich. Wenn der Christian gesagt hat, dass er alles kann, dann lass ihn doch. Aber was mache ich da überhaupt? Aufklärungsversuche bei bestimmten Personen, die Christian einfach nicht so richtig zu 100% respektieren können. Aber weiter geht's. Der 35-Jährige arbeitet an der Behindertenwerkstatt, hat außerdem einen gesetzlichen Betreuer, der für Anja V. aber nicht erreichbar war. Kurzum, der gesetzliche Betreuer... Ich sag besser nichts, bevor das Video als auch der Kanal gleich gesperrt wird. Noch paar Abschnitte, dann ist Schluss. Angekommen ist er, aber nicht gut. Nicht gut. Und warum nicht? Finden wir es heraus. Von Grafs Reisen heißt es dazu, der Sohn entschied sich für eine alternative Rückreise per Bahn. Dem Sohn wurde von uns eine Bahnverbindung herausgesucht. Auf eine schriftliche Information hat der Sohn verzichtet, da er sich alles merken könne. Soviel zum Thema
Die Bahnverbindung hatte Oskar nicht bekommen, wurde ihm aber nicht, da Christian sich das merken konnte. Aber ich kann mir vorstellen, die Bahn hatte Verspätung, deswegen ist er nicht gut nach Hause angekommen. Aber weiter geht's. Welche Verbindung er letztendlich genommen hat, sei dem Anbieter nicht bekannt. Er habe am Dienstag aber versucht, den Bochumer zu erreichen, um uns zu vergewissern, dass er gut angekommen ist. Angekommen ist er, aber nicht gut, sagt Anja vom. Mit dem Taxi fährt Christian schließlich zu einem Bahnhof an der deutsch-polnischen Grenze, von dort aus mit der Bahn nach Berlin und über Hamm weiter nach Bochum. Ein Schaffner hilft ihm, ein Ticket zu ziehen. Mehrere Stunden verbringt er in der Nacht allein am Hauptbahnhof in der Hauptstadt, mit im Gepäck auch die Sorge um seine Mutter, zu der er im Krankenhaus keinen Kontakt aufnehmen kann. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also ich bin echt sprachlos. Fassen wir dann das Ganze noch einmal zusammen, damit wir das in Ruhe verarbeiten können, ja? Also, erstens. Die Mutter kam wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus, aber in ein deutsches Krankenhaus, nicht in Schwienemünde, sondern erst nach dem Grenzübertritt in ein deutsches Krankenhaus, wurde neben dem Schlaganfall auf Corona positiv getestet, einen Tag später auch der Sohn, der dann nicht im Bus mitfahren darf, dann gibt es aber die Folge, dass Christian alleine halt zurückgelassen wurde in Polen. Dann gab es Telefonate mit dem Busunternehmen. Christian bekam dann eine Bahnverbindung halt zugeflüstert. Und er sagte ja am Telefon, dass er sich die Route so merken kann, ohne das schriftlich ausgehändigt zu bekommen. Dann nahm er eine Bahnverbindung, die eigentlich nicht mit dem Busunternehmen so abgesprochen wurde. Und dann ist er, wie halt im letzten Abschnitt der berichtet, von der deutsch-polnischen Grenze aus mit der Bahn nach Berlin und über Hamm weiter nach Bochum gefahren. Und ein Schaffner hat ihm da geholfen, ein Ticket zu ziehen. Das ist zumindest das Mindeste, was man ja tun konnte. Und mehrere Stunden hat er in der Nacht allein am Bochumer Hauptbahnhof verbracht. Mit dem Gepäck auch die Sorge um seine Mutter, die er im Krankenhaus keinen Kontakt aufnehmen kann. Sprich, mit positivem Corona-Test kann man nichts machen. Besuch ist unmöglich. Vergiss es. Komm bloß nicht mehr wieder. So, wenn man halt das Personal dort einschätzen würde. Christian, der hier genannt wurde, ist Autist. Und ich weiß es selbst, wie es ist, von einem geliebten Elternteil getrennt zu sein und nicht besuchen konnte. Es ist einfach unmenschlich, was sich da in letzter Zeit so abspielt. Aber da denn. Was meint ihr zu dem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen. Als auch den Augenbutton mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann wieder mit Artikeln von Nachrichten.de bzw. Oliver Barker. Ciao Leute!